Zur Erklärung, man hat sich auch geeinigt, sobald ein Würfel aus der grünen Fläche herausspringt, werden nochmal neu gewürfelt. Ja, was treibt mit dem Top an? Wo geht's hin? Mutterrad teuer. Also punktetechnisch halten wir nochmal fest. Belisa hat inzwischen 4 Einheiten in der Aufstellungszone von EE-Haube. Dementsprechend hat er bereits 4 Missionsziele eingenommen. Das sind 4 Missionspunkte. Die punktenden Einheiten, die einen Missionspunkt bringen, sobald sie abgeschossen werden, sind die Hellions bei den Dark Elder, die noch aus 7 Modellen von Anfang 17 bestanden, und der grüne Trupp bei EE-Haube, der noch komplett intakt ist. Jetzt aber gerade die Überlegung ansteht, ob er in den Nahkampf soll oder nicht, und wenn ja, mit wem? Also eine Laserkanone auf den Schattenjäger und der Rest der Waffen komplett auf den Bestientrupp. Steht. Oder auch nicht. Explodiert. Multimeter.
Multimelter trifft. Verwundert. Laserkanone. Laserkanone trifft. Verwundert ebenfalls. Schwere Bolter treffen. Schwere Bolter. Eine Wunde nicht. Ja. Vier Wunden. Deckungsdiskussion. Fünfer Decker. Vier Stück Stärke 6. Zwei Bestienmeister decken. Zwei Chimären. Die noch retten. Immer wieder, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, okay, gehen weiter. So. Damit sind wir jetzt. Ja, der ist ein Melter möchte den Kubellen Schattenjäger beschießen und der Rest wieder die Bestien. Der Multimelter, üblich eins. Zwei Laserkanonen. Synchronisiert. Ein Treffer. Eine Wunde. Bolter zurück. Wunde. So. Drei Sterne sind tot und die Chimäre steht. Beschießt die Hellions. Nein, die Hellions, die Schattenjäger dahin, die Schattengieper. Drei Schuss. Ja. Ein Volltreffer. Sechs Volltreffer. Vier gehen durch. Zerstört. Explodiert. Super. 4 Zoll Umkreis. Der Helion ist nicht mehr mit runter, aber einer steht und sie wird niedergehalten. Da stand ein Volltreffer drinnen. Nein, der Würfelbecher funktioniert, der Würfelbecherkern funktioniert nicht. Da der Würfelbecher nicht mehr funktioniert, ich erzähle euch trotzdem weiter, was gewürfelt wird und wie. Sobald ich mir Chris finde, sagen wir Bescheid, dass er sich drum kümmert. Ah, da kommt er gerade. Und die zwei Schallschüsse, ein Volltreffer ging durch. Rot ist der Volltreffer. Er explodiert den anderen Reaper. Einem Zoll. Okay, bei uns hat es eben für die Kamera nicht funktioniert. Deal no pain. Niederhalten. Sie sind niedergehalten. So, damit sind die Förderer auch raus.
Taxi. Ja, aber das ist schön. Möchte schießen? Auf der letzten Zeit gewonnen. 2 Treffer. 2 Wunden. Der schmeißt sich in den Dreck, was ihm aber nichts bringt. Ja, die Elder werden so langsam ausgedünnt. Moralwettest? Stehen? Und Nahkampf. Und ran. Wir arbeiten weiter an der Würfelkämpfe. Ich versuche es trotzdem auf den Fall. Die Helios machen ihren Gegenschlag. So, Würfelkämpfe wieder da, wie man sieht. Das ist natürlich die Testwürfe. So. So. Der hat Granaten? Hat er nicht. E-Diskussion! Tiefer vom Zipton. Verbunden wieder mit 2. Und auf das Pimungulus wird immer auf die 2 Fuß verwundet, wenn ich es richtig bekommen habe. Sieht er sich bestanden. Heiniger greift, stehst du? Trifft aber nicht. Angriffe. Stärke 4. 4 Wunden. Kreuzritter stehen, die Assassinen sind weg. Nein, ich will das aufkommen.
einmal würfeln mit. Enge Teufel freut sich über leicht geworfene Würfel. Und 5 Attacken auf den Homunculus. 5 Attacken auf den Homunculus? Wenn du im Homunculus bist, dann ist dann auch eine Attacke. Auf 3 Einheiten. Also 4. 4 Attacken gegen Homunculus. Kann ich hier, ja. 2 Treffer. 3 Gut. Ja, aber hättest du noch einen Link? Hättest du noch einen Link? Ja, aber hättest du, ja. Aber gut. Ja. So, ein Lebenspunkt übrig. Der Baron ist weg, der Baron ist tot. Einen Missionspunkt für E-Hau bewegen durch den teuersten Ausfall der Truppe. Der beste Nahkampf. Die Chimäre. Eine Wunde. Bestienmeister. Steht. Der erste sichere Flügler. Mit nicht. Wir können nochmal so scheiße. Komm, Johannes, du schaffst das. Einer tot. Durch den Flügler. Und jetzt musst du 4 Attacken zurück. Hey, nein! 2 Treffer. 3 Treffer. Und 2 Wunden. Die Chimäre. Und dein Schwamm geht sofort. Moment, wie denn? Ein Schwamm. Und der Schwamm ist auch weg. Der Typ mit dem Hammer. Ein Treffer. Eine Wunde. Moraltest, ob sie bleiben. Die rennen. Und da rennen die Elder vom Tisch. 5 Zoll Massakerbewegung. Langsam ist unschön. So richtig. Ich habe schon seine Einheit in Deckung. Massaker-Bewegung da hinten. 5 Zoll. Immer wieder habe ich festgestellt, die erste Runde hat das Spiel entschieden. Wie gesagt, 4. Runde. Es ist noch 1:10 zu spielen. Ein Hagerschön wirft im Gelände. Schön! Ich bin gleich mitgesprintet, 4 Zoll. Also sie haben 10 Zoll Bewegung. Schuss auf den Endrider. Jetzt hau ich aber noch! 2 Volltreffer. Ein Decker geschafft. Explodiert. In 2 Zoll Umkreis. Bitte!
Der Hammertyp? Der normale. Ein Hammer oder ein normaler? Ja. Hammer? Normaler. Normaler. Beide gehen. So. Ah, das ist schon bitter. Hallo. Voll sprinten für die Bestien. Moralwert, bleiben stehen. Und Angriff. So, gehen wir wenigstens anfangen, weil sie im Gelände standen. Eine Wunde. Chimäre. Und steht nicht. So, der beste Meister, hat zwei Attacken. Beide Treffen. Eine Wunde. Steht. Und er sind viel gespart. Ein Tode durch Wending. Die Unentschieden. Runde 5, Engelkörbchen. Der jetzt einen Siegpunkt geholt hat, allerdings immer das Problem hat, dass viele Einheiten in der Aufstellungszone von ihm sind. Aber langsam. Temperatur für den Reno? Nicht so wirklich. Das bleibt so stehen. Der Landrider beschießt den Jäger, synchronisiert, zwei Treffer, zwei Schreibschüsse, Entdeckung, eine Entdeckung, schwerer Bolter, zwei Treffer, nichts durch Panzerung, ein Schreibschuss. Lammgelenk ist sowieso schon, dementsprechend wird ihm eine Waffe genommen. Thank you.
Ja, taktische Bewegung. Gibt es eine nächste Runde oder nicht? Beschuss auf die Hackerschienen. So, drei normale Boote. Vier Treffer. Vier Wunden. Und der Seaboulder. Mit einer Wunde. Fünf. Einer geht. Reicht nicht für den Ostmoral, wird das in der Platte rennen. So, Nahkampf. So, Diskussionen darüber, wie die Endbeziehung auslaufen muss. Da der erste direkten Weg gewählt hat, ist, glaube ich, alles gesagt und in Ordnung. So, der nächste Nahkampf wird angesagt. Noch ziemlich genau eine Stunde zu spielen. Wir sind im fünften Zug. So. Die sechste Runde, die große Frage. Kein Hammer heute nicht, die sechste, der Nahkampf dort hinten an der Jäger. Okay, sechs sind für automatische Treffer. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Schreifschüsse. 5er Rettung. Dreimal. Nicht eine 5. 3 Streifer. Sehr schön. Zerstört. Alles richtig gemacht. Ein Toter durch den Sichelflügler Schwaben. Der einzelne eine Runde verwundet den Westenmeister und damit ist er weg. Und
Und der Rest kämpft gegen den einsamen Schwarm. Das sind 5 Marines, 10 Attacken. Ja, wird als tot definiert. Der blaue Trupp bewegt sich 2 Zoll, Wasserfallbewegung. Und der grüne Trupp. Hinter einer! 6 Zoll. In die Aufstellungszone. Es gibt die 6. Runde. Sehr, sehr kurz, weil nichts passiert. Der Bauerturm sprintet, 1 Zoll, müsste dementsprechend in der gegnerischen Aufstellungszone sein. So, B-Schuss. 3 Bolter, 4 Treffer. 4 Wunden durch die normalen. 3 Bolter. 9 Wunden insgesamt auf die Hergerschäden, die sie in den Dreck werfen. Der Peiniger. Der steht. Und die 8 anderen. Gehen 3. So, Moraltest. Und sie bleiben. Wie du versuchst, sie zu reparieren? Bleib stehen. Das würde ich noch mal bitten, aber ich stehe jetzt auch ganz weit weg. Runde 7. Ja, die bleibt da rein. Der hat mal zu reparieren. Wie du reparierst dich nicht? Der hohe Druck verschießt erneut. 3 Schüsse normale Bolter treffen mit 3 Wunden. Seabolter-Beschuss. Drei Treffer. 2 Wunden. 5 Wunden für die letzten 4 Haggerschen. Ja, Peiniger. Geht eine Haggerschen. Moral. Und sie bleiben stehen. 17-3 für E-Haube nach 7 Runden. Wer sich selbst in den Arsch tritt, vor einem Spiel, den hat man auch das Licht gewonnen.